dream. I've lost my way and there's nobody to blame, nobody to call to. I was doing fine, what the fuck did I involve you? Ready as I am, I would never. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Kristall hier vor der Arena in Emerald City noch. Aber wir haben ein Sichlor Level 33, mit dem wir einige Abenteuer bestreiten werden hinter der Arena. Denn es gibt etwas zu entdecken. Ja, es gibt etwas zu entdecken. Was das wohl ist? Wenn Sandra es dir gestattet, dann wird auch ihr Opa, unser Meister, zustimmen. Tritt ein. Drachenhöhle, geradeaus. Ei, Drachenhöhle. Ach, wir werden ja freundlich empfangen. Niemand bat es, sich einzutreten. Doch, der alte Mann vor der Haustür. Du Höhlmensch. Dragonier, Level 37 mal wieder. Dragonier greift anstatt dessen, wie in der letzten Folge, statt mit Donner, direkt mit Drachenblut an. Und ja, Flügelschlag zieht auch einiges ab bei Dragonier, aber Drachenblut macht da schon Damage. Vor allen Dingen Sichlor ist nicht gerade das Pokémon mit den meisten KP in meinem Team. Wir gehen auf Nummer sicher, ruckzuckieb. Tschüss, Dragonier. Jede Menge Erfahrungspunkte. Und der liebe Remus ist, ja, weggebischt. Oh, Calcium, halt. Wir möchten doch nicht in den Pokécon gucken, sondern dieses Calcium unserem lieben Evoli geben. So, wo bist du, Evoli? Spezial von Evoli hinzu. Ja, es gab damals noch keinen Sync. So. Habe ich Topschutz? Obwohl, ich brauche keinen Topschutz. Haha, ich brauche ja keinen Topschutz. So, hier ist noch ein Top-Trank drin. So. Und es kommt ein wildes Pokémon. Carpador. Sichlor. Oh, hat nur noch 17 KP. Vielleicht sollte ich es heilen. Wäre mal eine gute Idee. Eine sehr gute Idee, glaube ich sogar. 80 KP bekommt es dazu. Eieiei. So. Drachenschreien. Der Schrein ehrt die Drachenpokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen. Und noch heute leben. Das werden wir jetzt feststellen. Liebes Basis-Item. Wo bist du? Profi-Angeln. Klingt gut. Wahl. Hey, ich habe ein Pokémon gefangen. So, und ich will bitte ein Dratini. Ah. Obwohl. Ah, ich habe da eine viel bessere Idee. Wir können ruhig Schutz einsetzen. Mir fällt da ja gerade was ein. Das gab's zwar in Pokémon Gold nicht, aber hier gibt's. Ja, und auch diese Trainerin gab's nicht in Pokémon Gold, aber wir kämpfen doch gerne gegen sie. Kara will kämpfen und ihr setzt ein CP ein. Level 33. Und Flügelschlag. Oh, der geht sogar daneben durch die eine Rauchwolke. Eine sehr lange Animation. Ja, wir sind auch auf Level 33 mittlerweile. Den besten Weg sogar zu Level 34. Ja, und da geht die Rauchwolke auch mal daneben.
Es muss ja auch nicht immer der Rauch treffen. So. Level 34 für Sichlor. Und da kommt ein Seemann angepeilt. Level 35. Perfekt, Volltreffer. Kaskade. Sehr stark. Und ja, da ist dann auch das Sichlor weg vom Fenster. Oh. Hi, Sichlor. Gerade so mit 2 KP überlebt. Und die liebe Kara besiegt. Hübsch, hübsch. Ein Fremder, den wir nicht wirklich kennen. Jana und Nana kommen in Dratini angerannt. Level 35. So, hier können wir eigentlich nur Flügelschlag machen und dann uns von Sichlor verabschieden. Ja, vor allen Dingen bei Flammenwurf. Tja, das überlebt auch das beste Sichlor nicht. Evoli, Ruckzucki. Tschüss. Ein weiteres Dratini. Level 35. Evoli bekommt eine Windhose. Und ja, Evoli muss natürlich paralysiert werden. Verdammt nochmal. Oh, das kann Eisstrahl. Heieiei. Perfekt. Dratini K.O. Aua. Ja, das Quiz wird definitiv sehr lustig werden. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gespoilert, aber das Quiz wird wirklich sehr lustig werden. WTF? Kann Krabby nicht... Whirlpool? Whirlpool! Ich will in meinem Whirlpool schwimmen. Komm. Whirlpool. Yay. Ich möchte gerne Krabby diese Attacke beibringen. Und da geht Klammerflöten. Gegen eine schwächere Attacke namens Whirlpool. Ding. Fertig. Ja, und damit hätte man in Pokémon Gold gewonnen. Nicht mit diesem Drachenzahn hätte man tatsächlich Sandra herbeigerufen. Aber das macht das in Pokémon Kristall noch nicht. Das heißt, in Pokémon Kristall braucht man ein bisschen mehr als das. Und das ist ein gar nicht so einfaches Quiz, muss man jetzt dazu sagen. Naja, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, hat man schon eigentlich gewonnen. Aber man kann es auch verhauen. Das geht. Soweit ich weiß. Glaube ich zumindest. Und schaut euch mal dieses geile, aber auch wirklich so awesome geile Tileset an. Ich liebe es bis heute. Als ich diesen Raum betreten habe, mein Herz hat geschlagen, gepocht. Ach, ich vergöttere es heute immer noch. Schön, dass du da bist. Muss nicht erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Sie ist ein... Ja. Tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst. Du musst nur einige Fragen beantworten. Fertig? Was bedeuten dir Pokémon? Kumpel, Untertan, Kamerad.
Natürlich, mein Untertan sind meine Pokémon. Was bedeuten die Pokémon? Also man kann nicht falsch antworten. Deswegen, es gibt immer eine falsche Antwort, die man definitiv nicht sagen sollte. Oh, ich verstehe. Mogel! Mogelbaum! Nein, Training. Immer die stärksten Trainer. Liebe, Gewalt, Wissen. Immer diese Liebe. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist dir wichtiger? Ja, beides. Sehr löblich. Überzeugung ist wichtig. Pokémon Tutorial TV, mach weiter so. Ich treffe dich dann bei der Pokémon Liga. Hey, nicht ohne mich. Wie ist es gelaufen? Ich muss dich dann abfragen. Du hast versagt. Wie? Bestanden? Das kann nicht sein. Du lügst. Sogar ich habe es nicht geschafft. Sandra. Dieses Kind ist tadellos in Geist und Talent. Awesome. Gesteh deine Niederlage ein und übergib den Drachenorden. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ich verstehe. Hier, das ist der Drachenorden. Jetzt nimm schon! Yay, ich hab einen Drachenorden! Und du erhältst den Drachenorden. Narrator, halt seine Klappe! Von nun an können dir eine Pokémon-Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Sandra, dieses Kind spiegelt wieder, was dir noch fehlt. Moment! Es tut mir leid. Hier nimm das in das Entschuldigung. Yay, TM24! Sie enthält Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Hey, kau ein Weaklace und dann hast du einen Feuerodem. Nein. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Nein, ich will nicht deinen Kaugummi haben. Was ist los? Willst du nicht zur Pokémon-Liga? Weißt du, wie du dahin gelangst? Ja! 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 Hallo? Ja! Danke nochmal für die nutzlose Information! Meine Güte! So, dann gucken wir mal. Feuerodem, das klingt doch schon sehr, sehr interessant. Also wenn... Ja, starke Attacke steht da. Ja, ich glaube, meine Pokémon können nicht atmen, meine Damen und Herren. Das stellen wir hier in dieser Folge fest. Meine Pokémon können nicht atmen. Eieieiei. So, weg mit diesem Pool. Achso, wir müssen erst die Höhle verlassen. Wir müssen noch mal kurz zurückkehren, aber wir müssen das erst die Höhle verlassen. So. Und ein Telefoncall. Hey, Prof. Lind. Ich habe also das für dich. Schaust du mal in mein Labor vorbei? Komm vorbei. Bing, 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 bing. Was geht denn mit dem ab? Naja, der hat wohl uns irgendwas Wichtiges zu geben. Ah, ich habe eine Angel. Zumindest auf Select. Steigt auf das Fahrrad. Yay. Schutz wirkt nicht mehr. Nein. So, heilen wir erstmal unsere Pokémon. Danke, Schwester Joy. Macht der 400-Euro-Job auch Spaß? So. So, so, so. Bis PC. Dann legen wir doch erstmal unser Abra ab. Das brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Und wir brauchen erstmal ein ganz, 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 ganz anderes Pokémon. Aber im Moment muss ich sogar noch was aufnehmen.
nämlich, wird ein bisschen nervig werden. Also ich würde es wahrscheinlich brauchen, weil im Moment, ja, ich werde diesen EP-Teiler brauchen. Denn es gibt einen Hintergrund dafür. So. Jetzt erraten wir erstmal. Und zwar zurück zum Drachenschrein. Eieiei, jetzt müssen wir schon wieder in den Drachenschrein, denkt ihr euch? Ja, wir müssen wieder in den Drachenschrein. Das hat aber einen anderen Grund. Wir müssen... Oh. Oh, der Karpador-See. Hey. Wow. Die schwächsten Pokémon hinter der stärksten Arena. So. Nochmal Superschutz. Wir sind in der Drachenhöhle. So, und jetzt müssen wir wieder surfen. Und zwar zu diesem alten Herrn wieder zurück. Eieiei, denkt ihr euch die ganze Zeit schon? Ja, ich weiß, ein bisschen nervig, aber okay. So, dann surfen wir weiter und surfen weiter und surfen weiter. Und ja, hi, alter Mann. Hm, schön, dass du hier bist. Du kommst zur richtigen Zeit. Ich habe etwas für dich. Nimm dieses Stratini als Zeichen meiner Wertschätzung. Ja, ich habe ein Stratini. Ja, ich möchte einen Spitznamen geben. Ich nenne Stratini. Ich liebe diesen Namen. Draco. Yay. Und selbst wenn euch der Name nicht gefallen sollte, es gibt noch einen Namenbewerter. So, ich habe meinen Draco. Hi. Und, naja, es kann ganz normale Attacken. Ich hätte jetzt einfach gedacht, es könnte Turbo-Tempo. Aber okay, das lag einfach wohl daran, dass ich Fragen falsch beantwortet habe. Egal. Irgendwann erlernt Dragoran sowieso. Also von daher ist es jetzt unwichtig. Aber hätte ich alle Fragen richtig beantwortet, hätte dieses Stratini tatsächlich Turbo-Tempo gekonnt. Das ist wirklich unglaublich, ne? Reden wir doch erstmal mit diesen beiden Kerlen hier. Es ist schon lange her, seitdem ein Trainer die Anerkennung unseres Meisters bekam. Der letzte war Meister Siegfried. Kennst du den jungen Meister Siegfried? Er ist so unser Meister in dessen Jugend. Es liegt ihm im Blut. Ja, Siegfried kommt auch eben aus Ebenholz City. Schon sehr interessant. So, und dann müssen wir jetzt wieder raus aus diesem Schrein. So. Ebenholz City. Yay. So. Surfen wir eine Runde. So. Zack, zack. So, jetzt haben wir unser Draco. Draco trägt schon EP-Teiler. Und jetzt fliegen wir dahin, wo alles begonnen hat. Und wo alles, ja, fast enden wird in Johto. Nämlich nach Neuborgia. Ja, und auch hier endet unsere Folge. Wenn euch diese lange Folge gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diese Folge liked, favorisiert oder beides macht. Ja, hier an der Stelle ist aber jetzt erstmal Schluss und ich sage bis dann, Servus und Ciao.